Wir bleiben gerade beim Hockey, kommen aber zur U20-Weltmeisterschaft. Und dort stehen die Schweizer Junioren, ein bisschen überraschend und dafür umso erfreulicher, im Viertelfinal. In diesem Viertelfinal sind sie heute auf den Gastgeber, auf Russland, getroffen. Russland ist anfangs die aktivere Mannschaft. In der 7. Minute ist ein Schweizer auf der Strafbank. Koklatschow fasst sich ein Herz. 1:0. Der Schweizer Goalie Melvin Niffeler sieht hier etwas unglücklich aus. Es sollte ein Weckruf für ihn sein. Nur 3 Minuten später. Wieder ist Russland mit einem Mann mehr auf dem Eis, macht viel Druck und dann passiert das, der Ausgleich. Eine Unachtsamkeit der russischen Verteidiger. Christoph Bertschi reagiert hier eiskalt, sein Shorthander zum 1:1. Nun bietet der Schweizer Goalie Melvin Niffeler Spektakel pur. Seine Glanzparaden, oft auch auf unorthodoxe Weise, verhindern vorerst einen weiteren Treffer für Russland. Die Partie ist äußerst attraktiv. Auch im Mittelabschnitt besticht das Heimteam durch druckvolles Spiel und münzt die Vorteile in Zählbares um. Das 2:1 durch Mikhail Grigorenko in der 30. Minute. Die Schweizer aber lassen sich nicht unterkriegen. Wieder gelingt der Ausgleich. Der Schuss von Gera prallt ab. Martin Ness steht genau richtig und ist aus der Drehung erfolgreich. Nach dem 2:2 ist einmal mehr Goalie Niffeler der Mann der Stunde. Er und der Pfosten verhindern, dass Russland wieder in Führung geht. Aber auch die Schweizer schrammen nur ganz knapp an einem Führungstreffer vorbei. Im Schlussabschnitt sind die Kräfteverhältnisse ausgeglichen. Nach 49 Minuten geht die Schweiz zum ersten Mal in Führung. Sven Andrighetto trifft wunderschön zum 2:3. Den darauf folgenden Sturmlauf der Russen halten die Schweizer lange stand. Bis 99 Sekunden vor Spielende der Russen doch noch der Ausgleich zum 3:3 gelingt. Erleichterung pur bei den russischen Fans. Ihre Mannschaft rettet sich in die Verlängerung, die torlos bleibt. Zum dritten Mal an dieser WM müssen die Schweizer ins Penalty schießen. In dem trifft Nikita Kucherov souverän. Nun muss Alessio Pertaccia treffen. Zum dritten Mal an dieser WM verlieren die Schweizer im Penaltyschießen. Russland besiegt die Schweiz und steht im Halbfinal. Für die Schweizer ist der Viertelfinal Endstation.